Herzlich willkommen zurück zu Flatout 2, liebe Freunde der Sonne. Ja, ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub. Und ja, ich habe sehr viel zu erzählen und es hat wirklich richtig Bock gemacht da auf Malle. Und ja, wir haben im letzten Part den Special Racing der Sat Cup gemacht. Und Royal Flush mit Platz 1 beendet. Super. Und jetzt geht es weiter mit den Urban Racing Cup und dann Sand Speedway. Wie von immer auch unserem Nevada. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Mit Level 3. Und River Bay Circuit 3. Ja, also das war wirklich 2 Wochen, war wirklich eine geile Zeit da. Und ja, Sonne pur, 35 Grad, nicht immer 30 Grad, zwischen 30 und 35 Grad waren es immer so pro Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht da. Und die ziehen uns hier schon wieder alle weg, ey. So endete. Kurz immer verpissen, Ray Carter, ja? Also ich will jetzt hier gut starten wieder. Ich will jetzt so schnell hinter mir bringen hier die ganzen Rennen. Ich weiß nicht, vielleicht teile ich es auch in 2 Parts, Leute. Wenn es mir so ist, weil... Okay, es sind 4 Strecken. Und dann noch das Sand Speedway. Also ich werde gucken, wie lange das geht. Wenn der Part so um die 25 Minuten geht, dann werde ich es noch durchlassen. Aber wenn es über eine halbe Stunde geht, dann nicht. So, okay. Ach du Scheiße, wo fliege ich denn hier hin? Ja, also wir sind ja am 13. losgeflogen, am Freitag den 13. Und ja, sind dann auch so gelandet, so um, wann war das, glaube 14 Uhr oder so. Und waren um die 15:30 Uhr im Hotel. Ja, am ersten Tag gleich haben wir erstmal ins Zimmer angeguckt, wie das alles so ist. Das war wirklich geil. Also, richtig geiles Zimmer. Und ja, waren wir jeden Tag immer am Strand und so, hat schön gebadet. Ja, haben wir mal ein paar Ausflüge mal gemacht. Also ihr kennt ja schon Palma, die Hauptstadt von Mallorca. Größte Stadt, wo nur gesauft Party gemacht wird. Ja, da waren wir nicht. Wir waren in einem anderen Ort. Nördlich von Mallorca, so nördlich von Mallorca. Und ja, also da haben uns dann schon das Auto gemietet. Also wir waren, in Palma waren wir natürlich auch, wir waren in so einem Aquarium, das uns nicht so überzeugt hat. Also es ging so. Waren coole Sachen dabei. Auch Riesenfische, also auch so eine Haie waren dabei, haben auch gut, sehr gut gefallen. Dann waren wir noch im Marineland. Ihr könnt ja mal googeln. Marineland, Palma, Mallorca. Und hat auch sehr Spaß gemacht da. Da waren so eine Delfinshow und jegliche anderen Tiere, Reptilien, Flamingos, Robben, Pinguine, Rochen, alles mögliche an Tieren. Und das war wirklich geil da. Und warum überholt sie mich denn? Jetzt hier, also wir sind Zweiter. So, letzte Runde. Ja, und dann waren wir noch einen Tag, waren wir noch am höchsten Punkt von Mallorca. War auch geil, richtig geile Aussicht. Dann waren wir auch auf so einem Markt noch, wo man da Sachen kaufen kann. Ich habe ein Portemonnaie gekauft, Leute, ja. Und mehr auch nicht. Ja, dann waren wir immer jeden Tag schön essen. Also das Essen war wirklich richtig geil da. Und da war fast jeden Tag Wanderwellen. Wir waren ja 13 Tage da und vielleicht 8 Tage oder 9 Tage waren Wellen. Ey, das war richtig geil, ey. Und dann natürlich, dann war es auch so, ich habe mich noch ein bisschen erkältet. Hört man jetzt auch. Bisschen verschnupft, Halsschmerzen hatte ich. Da war ich denn die letzten Tage so im Zimmer. Und ja, natürlich nicht gut, ich konnte nicht Bahn gehen und so. So, wir haben gewonnen. Ja, okay, Schnupfen und Halsschmerzen werden eh bald weg sein. So. Gewonnen. Alle fertig gemacht. Und ich habe jetzt auch wieder ein neues Headset, Leute. Und damit kann ich auch wieder besser aufnehmen. So, wir führen hier die Tabelle an. Und jetzt geht weiter mit City Central 1.
einer schönen Crash-Strecke. Ich muss mir dann wieder hier im Flatter, dass man wieder dran gewöhnen erstmal. So, wer will denn zuerst sterben? Du kannst immer verpissen, du hast ja nichts hier zu suchen. Oh, Alex. So. Ich muss ja wieder den Crashen angewöhnen. So. Okay, jetzt hier Frank Maiko, Jack Benton und Sophia hier vorne. Oh, wow, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Okay, komm. Haha. So. Komm, wir fliegen mal hier durch. Juhu! Okay. So, okay, also... Ich muss den Part schon morgen bringen. Also, wenn ihr den Part seht, ist ja Dienstag. Und... Wir haben es heute Montag. Den 30. Und ich muss es heute noch hier aufnehmen, weil ich hatte den letzten Tag keine Zeit aufzunehmen. Und jetzt habe ich hier die Zeit. Und das werden wir jetzt auch hier hinkriegen. Erste Runde überstanden von dreien. Wir haben schon wieder Sophia hier angerauscht. Das wollte ich natürlich nicht machen. Wir wollten sie natürlich wegbämmen. Ach komm. Wir lassen sich mal in Ruhe heute. Heute ist nun eine gesättige Runde Flatout 2. Da vorne ist Jack Benton. Dich kriege ich auch noch, mein lieber Jack. So. Von außen mal lang. In der zweiten Runde. So. Hat die denn hier verloren, ey? Das Problem oder so? Ah! Was macht die denn da für eine Scheiße? Okay. Du bist tot. Nein, doch nicht. Ah, so. Nicht mit mir. Okay. Geht ja bald Schrott, Katie. So, die letzte Runde werden wir jetzt auch noch nicht schaffen. So. Mit der Handbremse um die Kurve. Alter, hast du nie verloren, das Problem. Ja, verpiss dich mal. Hm? Okay. Gut. Ja, ein bisschen Forsch. Oh nein, was ist das denn? Was war das denn, ey? War das so ein behindertes Schild? Okay, die fährt außen lang, also haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja, haben wir locker geschafft. Yes! Bam! Okay, nicht die schnellste Runde leider. Ah, dafür bester Schrotter. Wir haben so viel Knete, ey. 178.700 Credits. So, 20 Punkte. 7 Punkte Vorsprung. Timbalance 3. So. Lululululu, los geht's. So. Ich dreh dich erstmal, Jason. Okay, okay, okay. Bäm! So läuft's. Ein bisschen wegbumpsen. Eine Runde crashen hier. Macht mir auch Spaß. Also ich meine, Erkältung ist das Kommentieren nicht so gut, finde ich.
Also natürlich wieder besser werden. Ja, also es wird auch demnächst ein neues Rennspiel kommen. Ich kann es ja auch schon mal verraten. Oder soll ich es verraten? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach, ihr werdet es denn schon sehen. Also es werden demnächst sehr viele neue Projekte kommen. Und ja, darauf freue ich mich schon. Davon werden 3 von mir kommen. 2 davon together. Und 1 normal. Yannick hat auch eins angefangen. Schon Black Mirror 2. Und meins kommt dann auch dann bald. Wenn Yannick mal Zeit hätte, dann können wir das dann alles so schön machen. Aufnehmen. Also auf jeden Fall werden noch 3 neue Projekte kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. So, 4 Runden werden hier gefahren. Wir sind jetzt in der 3. Runde jetzt. Ne? Was willst du denn, ey? Hast du irgendwelche Probleme? Nicht den Sprung bitte nehmen. Wenn die extra eine Rolle hier machen. So, okay. Alter, wie schnell ist der denn, ey? Wow, wow, wow. Okay, super. Okay, wir sind hier vorne. Ganz leicht, alles einfach hier vorne. So, letzte Runde. Auf jeden Fall werden die nächsten Parts auf jeden Fall wieder anspruchsvoller, wenn die dann wieder spannender werden. Wenn viel mehr Crash geht. Ich wollte hier heute nur schnell hinklatschen. So. Okay, danach kommt dann noch eine Strecke und dann noch das Spezialevent. So, okay. Cool. Ja. So, gewonnen. Juhu. So gut. Bumm. War es so schnell zur Runde? Ich glaube nicht. Oh, meine Fresse. So, okay, wir haben eigentlich gewonnen. Downtown 2. Letzte Strecke. Drei Runden, okay. Oh, die ist auch geil. Die ist geil, die Strecke. Piss dich erstmal hier. So. Auf Wiedersehen, Jackie. Ah ne, ist ja Jason. Was geht hier ab? Da wohl haben sie es hier. Klopp, Raker, da fährt außen lang. Okay. Ich fahre in der Mitte. Wen haben wir denn da so schönes? Frau Taylor. Mrs. Taylor. Oho. Bam! Ab mit dir in die Ecke. So, du kannst ja auch mal verpissen. Sophia als Erster. Und der Dieter ja nicht. Ah. Und Handbremse um die Kurve. Nicht sehr gut. In den Pfeiler gefahren. Tja, was macht der denn da für eine Scheiße? Wow, durch den... Was war das gerade? Durch die Lagerhalle. So, okay, super. Oh, ich habe ein Geschrei gehört von Sophia.
Da hat sie sich gerade selbst rausgecrashed. Ist ja super. Ray Cutter Stanton, der ist Zweiter. Jetzt ist Jack Benton wieder Zweiter. Und Jason Walker, dritter Mann. Der kämpfte hier nach vorne. Jetzt ist er Zweiter. So. Ah! Okay, ja, super. Was mache ich denn jetzt hier? Oh, letzte Runde. Vierter. Ist ja nicht gut. Aber es reicht. Fünfter. Sophia liegt da hinten rum. 200 km/h fahren wir. Tschüssi, Sally. Taylor! Da vorne ist Jason. Aber piss dich doch mal. Das ist mein Sieg. Ja, super. Haben wir alle Rennen gewonnen? Ey, das haben wir auch noch nie gehabt, glaube ich. Ja, perfekto. 1:01 und ein neuer Rundenrekord gleichzeitig. Ja, diesmal schnellste Runde. Super. Alle vier Rennen gewonnen. Erster. So, Sun Speedway. 66% abgeschlossen. Machen wir auch gleich hier noch hinterher. Gut, dann haben wir ungefähr auch wieder so einen 20-Minuten-Part. Dauert ja nicht lang. So. Hier werden 5 Runden gefahren. Die Strecke ist ja auch nicht lang. Immer noch einmal Nitro ansammeln, weil die crashen nicht da vorne alle gleich weg, das weiß ich so und so. Da haben wir schon gesehen. Da hatte ich glaube ein Problem bei diesen Rennen. Sophia, ey, die muss ich immer überholen. So. Na, früher hatte ich auch nicht Ahnung so von dem Spiel. Wen überrunden wir denn da? Frank! Hallo! Dritte Runde, auch ganz schnell vorbei hier. So, vierte Runde. Ich hoffe, das Ding gewinnen wir jetzt hier. Was machst du denn, Jack? Alter, was macht der denn da? So, lass mich mal vorbei, bitte. Boah, ey. Nein. Nichts weiter. Ja. Oh, Zweiter, ey, komm. Nee, ist der Erster werden. So, jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt mal Nitro aufladen jetzt hier. Oh, nach links ist alles scheiße zu fahren, ey. Ey.
So, okay. Komm. Zwei Rotten jetzt noch. Den Sieg werde ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Nee, 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 das ist meiner. Was machst du denn hier, ey? Mann! Ja, kloppt euch da vorne. Ja! Ja! Bäm! Ja! Die haben sich da vorne weggekloppt. Oh, erster gut. Keine Lust noch fürs Rennen. Das Rennen, das war wirklich früher richtig schwer. Jetzt ist gleich das gewonnen, aber besser Schrotter, ja super. So, okay, Leute. Das war's für den Part. Im nächsten Part geht's denn weiter. Okay, mit dem Rural Racing Cup wird auch so ein längerer Part werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Flatter 2. Haut rein!